Pfarrer Franz Pfanner. Der Mann aus Vorarlberg, hier aus Langen. Er hatte schon einige Abenteuer hinter sich. Aber sein größtes Abenteuer begann auf dem Generalkapitel der Trappisten 1879 in Frankreich. Ein Missionsbischof aus dem südlichen Afrika suchte nach Mönchen für eine Ansiedlung in seiner Diözese. Und Prior Franz Pfanner, der gerade das Kloster Maria Stern in Bosnien aufgebaut hatte, fühlte die Besonderheit in diesem Ruf und er stellte sich der neuen Aufgabe. Trotz seiner schriftstellerischen Begabung war er manchmal auch ein Mann der kurzen und knappen Worte. Und so beginnt das große afrikanische Abenteuer mit den knappen Worten: Wenn niemand geht, dann gehe ich.